Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's der gute Pamu und wir schauen uns heute eine Map an. Hierbei handelt es sich einmal um die Medvedin Map. Ist laut dem Modder eine fiktive Karte, sprich eine Fantasiekarte. Wir können hier jetzt uns entfalten auf zwei Leerflächen, wo wir eben halt dann Gebäude bzw. weitere Produktionen, Verkaufspunkte oder unsere Höfe erstellen können. Wir haben insgesamt 42 Felder, darunter sind 8 Weiden. Wir haben 10 Verkaufspunkte, wir haben 11 Produktionen, wir haben ein Sägewerk, wir haben 3 Wälder, ja, und natürlich auch ein kleines Dorf mit dabei. Dies schauen wir uns jetzt einmal an, einmal auf unserer Kartenansicht. Und wie man sieht, haben wir hier genügend Felder, wo wir uns eben halt dann ausbreiten könnten, sprich uns bearbeiten können. Wie man sieht, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, wir haben genügend Weiden, wo wir uns eben halt unser Gras eben halt abernten können oder Heu machen können oder. Wir haben auch hier auch diverse Felder von, ich sag mal, mittelgroß bis groß. Und wir haben ja auch richtige Produktion drauf sitzen und Verkaufspunkte und das eben halt nicht gerade wenig. Ja, und wie man sieht, hat der Modder hier auch mal ein bisschen die Kartenansicht noch ein bisschen verschönert. Sprich, wir haben hier oben ein paar Schafe sitzen, hier haben wir ein bisschen Getreide. Hier unten haben wir jetzt nochmal einen Schlepper. Hier haben wir noch Nutztiere. Also sieht schon recht gut aus. So, aber wir gucken uns die Karte jetzt einmal mal an und ja, ich hoffe, sie gefällt euch dann und ja, wir sehen dann erstmal weiter. Hier sind wir jetzt am Händler, der ist auch nicht gerade klein, wo wir eben halt dann auch unsere Fahrzeuge kaufen können, verkaufen können und ja, die wir dann eben halt von A nach B transportieren können. Hier hinten haben wir jetzt schon mal die erste Freifläche, direkt neben dem Hof. Also sprich, man könnte sich jetzt hier auch jetzt nochmal entfalten, etwas machen, sprich Hof setzen oder hier sogar noch die eine oder andere Produktionslinie hinsetzen. So, und wie man schon sieht, haben wir hier auch ungefähre Feldgrößen. Also die Felder haben schon eine gute Größe, wo man sich eben halt dann drauf auslassen kann, beziehungsweise sich auch entfalten kann. Hier haben wir jetzt auch zum Beispiel so einen leichten Hang jetzt mit drin, dass wir eben halt auch am Hang auch ein bisschen was arbeiten können und auch unsere Güter produzieren können. So, hier kommen wir jetzt einmal jetzt hin zu unserer ersten Verarbeitung, sprich wir haben jetzt hier einmal unsere Traubenverarbeitung stehen. Wir haben jetzt auch noch hier drauf eben halt diverse Verkaufspunkte, also wir haben jetzt noch eine Produktion Bäckerei, eine Schneiderei haben wir jetzt hier drauf und eben halt auch eine Zuckerfabrik in dem Pulk, wo wir jetzt gerade hinkommen, sprich ins Dorf hinein. Hier haben wir jetzt eben auch diverse Verkaufspunkte, wie man das hier so sieht, neben jetzt hier der Zuckerfabrik haben wir jetzt hier auch eben halt dann, wo wir unser Saatgut kaufen können. Ja, Kauf von Saatgut haben wir jetzt hier zum Beispiel. Wir haben einen Gesteinsbrecher hier in dem Pulk. Wir haben Kauf von Sprays. Also das gehe ich mal stark von aus, dass das die also wie man sieht, können wir uns hier können wir auch hier Flüssigdünger und eben halt dann alle Flüssigkeiten, die wir eben halt dann zur Feldbearbeitung kaufen können. Hier vorne haben wir den Gesteinsbrecher, den wir auch schon mal einmal separat vorgestellt hatten. Hier ist das Biomassenheizkraftwerk, was wir auch separat schon einmal gezeigt haben. Oh, guck mal da, ein Reh. So. Und dann geht es dann hier weiter mit eben halt
den nächsten Verkaufspunkt. Das ist dann jetzt der Kornspeicher. So. Und hier drüben hätten wir dann jetzt noch, ja, Verkauf von Tieren, Mistkauf, Güllekauf. Also wir können jetzt hier auch zum Beispiel jetzt Mist ankaufen. Wir können auch hier die Gülle ankaufen. Und hier haben wir dann unseren, ja, die Händler, wo wir eben halt unsere Nutztiere erwerben können. Dann haben wir drüben jetzt nochmal einen Supermarkt, einen Baumarkt und ein Restaurant, wo wir eben halt dann auch unsere Güter verkaufen können. So, dann gehen wir einmal weiter und wie man sieht, die Felder, ja, doch sind, haben eine ordentliche Größe, wo wir auf jeden Fall eine Menge Spaß mit haben werden. So, hier haben wir jetzt den, ja, ich sag mal so, Industriezweig haben wir jetzt hier. Wir haben hier eine Ölmühle, eine Müslifabrik und eine Getreidemühle, sowie hier jetzt auch noch mal eine Molkerei und eine Schneiderei haben wir hier jetzt schon mal eben halt da, wo wir dann unsere Produkte weiter, also unser Erntegut weiter verarbeiten können, eben halt zu dementsprechenden Produkten. Ja, und dahinter sind auch noch mal dementsprechend große Felder. Hier geht es jetzt gerade noch mal weiter, auch mit recht großen Feldern. Hier haben wir jetzt noch mal ein Silo für eben halt für den Zug. Sprich, dass wir dann gegebenenfalls dann eben halt unser Gut weiterverkaufen können. Eben halt von der Karte eben halt erstmal weg. So, dann haben wir jetzt hier oben noch einmal ein Sägewerk. Auch mit, ja, zwei Feldern drumherum und ein kleines bisschen Wald, wo wir eben mal dann auch uns so ein bisschen niederlassen können. So wie dann hier oben eine Spinnerei, ja, die eben halt relativ weit am Ende der Karte leider ist. Aber das macht ja nichts. Hier haben wir jetzt nochmal eine Tankstelle. Und wie man sieht, wir haben auch Verkehr hier auf der Karte. Was auch recht interessant ist. So. Was wir leider jetzt nicht hier drauf verbaut haben, ist jetzt eine Biogasanlage. Aber die können wir uns ja über dann die ein oder anderen Mod eben halt mit dazu holen. So, und dann wollen wir auch noch mal kurz noch mal zum Sägewerk hin. So, wie man sieht, haben wir hier auch leichten Berg, wo man hin eigentlich auch gut arbeiten kann. Hier haben wir jetzt so einen kleinen Felsvorsprung, wo da ein kleiner, ja, ein Feldweg hergeht. Wir haben hier eine Funkstation und jetzt kommen wir eben mal zu einem großen Grundstück, was eben eine große Freifläche ist. Und wie man sieht, kann man sich hier wirklich einen schönen großen Haupthof bauen und eben halt auch bewirtschaften. Denn wie man sieht, wir haben hier eins, also wir haben jetzt hier drumherum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder drumherum, also wo man eben halt dann auch bewirtschaften kann. Sprich, bei dieser großen Freifläche haben wir ja noch durch das Feld 21 dabei. Bei der kleinen Freifläche hier unten haben wir das Feld 41 dabei. Also wie man sieht, ist schon eine große Masse an Feldern schon da und auch die dementsprechende Größe. Wir schauen uns auch noch mal einmal die Lok an. Ja. Und ich sehe keine Warnings, keine Errors, keine Lures aktuell. Wobei ich aber sagen muss, ich habe diese Map jetzt im Singleplayer mal angeschaut. Wie es jetzt auf dem Didi-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt leider nicht sagen. Diese Karte könnt ihr euch bei Modhub runterladen
gibt es aktuell für PC, Mac und alle gängigen Konsolentypen. So, meine lieben Freunde, wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. So wie den ein oder anderen konstruktiven und freundliche, ja, Kommentar könnt ihr auch gerne da lassen. Aber ich bedanke mich erstmals fürs Zusehen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.